Das ist das, was wir vorhaben. Wenn man Glück hat, erzählt die Chefin den Gästen im Bochumer Zeiss Planetarium persönlich vom Weltall. Bis jetzt hat sie es auch geschafft, noch jeden in den Bann zu ziehen, selbst Astronomiemuffel. Denn bei keinem Besucher soll nach einer Veranstaltung ein schwarzes Loch im Kopf zurückbleiben. Leute mit ihrer Leidenschaft zum Kosmos anzustecken, darin sieht Frau Susanne Hüttemeister die Quintessenz ihrer Arbeit. Viele der Shows, die der Besucher im Planetarium erleben kann, wurden von ihr selbst getextet und die Produktionen werden von ihr persönlich überwacht. Sie ist eine Astronomin aus Fleisch und Blut, wie sie sagt. Dabei sollte sie nach der Schule gar nicht in Neil Armstrongs Fußstapfen treten, sondern das familieneigene Schuhgeschäft in Altena übernehmen oder Medizin studieren. Geplant war das sicher nicht das Schuhgeschäft, allerdings haben meine Eltern da nie Druck ausgeübt. Das war schon seit 3 oder 4 Generationen in der Familie und das wäre sicherlich, hätte sie sicherlich gefreut. Aber sie haben da nie gesagt, das muss ich machen und haben wirklich akzeptiert, dass ich was anderes machen wollte. Nur das mit der Medizin, das war dann schon so, dass es da Aussagen gab, mit deinen Abiturnoten könntest du ja Medizin studieren. Und das wäre so ziemlich das Letzte gewesen, was ich gewollt hätte. Also alles außer Medizin. Unter einem Mediziner kann man sich ganz gut was vorstellen, unter einem Astronomen eher weniger, sodass es dann so Äußerungen gab, wenn das nichts wird, dann kann sie ja auch noch mit der Kristallkugel auf die Kirmes gehen. Die Kristallkugel durfte sie dann doch im Schrank lassen. Und anstelle des Krankenhauses wurde das Planetarium ihr Arbeitsplatz, wo sie den Besuchern nun keine Schuhe verkauft, sondern ihr astronomisches Wissen. Frau Susanne Hüttemeister ist auch Dozentin an der Ruhr-Uni. Aber nicht nur Astronomiestudenten können von ihr lernen, sondern sie gibt ihr Wissen auch gerne an fachfremde Studenten in Kursen für den Optionalbereich weiter. Und die Studenten sind begeistert von ihr als Dozentin. Ja, es ist ja sehr anschaulich gemacht. Ich habe da vorher von dem Thema nicht unbedingt viel Ahnung gehabt, konnte aber für auch Leute, die überhaupt nichts davon verstehen, versteht man das sehr gut. Es sind sehr viel schöne Bilder immer dabei, aber auch die Theorie dahinter wird ja sehr gut erklärt. Ich habe vor 2 Semestern schon mal einen Kurs bei ihr gemacht. Da waren wir auch im Planetarium und ich fand das einfach super. Und habe gedacht, ja, jetzt mache ich das nochmal. Und dafür, dass es halt viel mit Physik zu tun hat, macht es das halt so anschaulich, wie es nur geht. Weil ich meine, Relativitätstheorie ist jetzt nicht so einfach, das gut rüberzubringen. Aber ich finde, sie macht das super. Die Optionalbereichkurse sind für Frau Hüttemeister sehr wichtig und machen ihr riesigen Spaß. TV Rupp erklärt sie, was das Besondere, aber auch die Herausforderung bei der Arbeit mit fachfremden Studenten ist. Der Reiz ist natürlich auch diesen Studenten, die wirklich eine ganz bunte Mischung sind. Mehr als die Hälfte sind keine Naturwissenschaftler. Es sind jetzt in meiner jetzigen Vorlesung auch eine Menge Biologen dabei, auch Geowissenschaftler, der eine oder andere Chemiker und Mathematiker, aber doch auch viele, die keine Naturwissenschaftler sind und die meistens oder oft zu Naturwissenschaften ein etwas gestörtes Verhältnis haben. Und da ein positives Erlebnis zu verschaffen in Richtung Naturwissenschaft, das ist eigentlich das Ziel. Mit Astronomie und Physikanalphabeten zu arbeiten, ist für die Dozentin kein Problem. Sie ist immer mit Herz bei der Sache. Und sie macht ihren Studenten Lust darauf, dem Planetarium einen Besuch abzustatten. Denn hier, unter der Kuppel, hat sich in den letzten Monaten sehr viel getan, vor allem bei der Technik. Full Dome ist dabei das Zauberwort. Frau Hüttemeister erklärt, was es damit auf sich hat. Das bedeutet, dass wir mit Videoprojektoren ein Bild erzeugen, das die gesamte riesige Kuppel als einheitliches Videobild füllt, das sich auch bewegen kann. Vorher gab es durchaus auch schon Bilder, die ganze Kuppel gefüllt haben, die waren aber sehr statisch, weil das mit Diaprojektoren noch ging. Und dazu kommt natürlich der Sternenhimmel vom zentralen Sternenprojektor. Der Sternenhimmel, wie man ihn von der Erde aussieht, das ist ein analoges Gerät, das mit Glasfasern für jeden einzelnen Stern operiert. Und die beiden Arten von Projektion verbinden wir in unseren zum größten Teil auch selbst produzierten Planetariums-Shows, sodass man den wunderschönen Himmel auch als Naturerlebnis, das sehr emotional sein kann, verbinden kann jetzt mit Flügen durch das Universum. Das heißt, die gesamte Kuppel wird zur Bühne für das Universum in seiner ganzen Dynamik, weil wir uns bewegen können jetzt durchs Universum.
Mit der grandiosen Technik konnte das Sternentheater im Ruhrgebiet seine Position an der Weltspitze verteidigen. Es war eine Millioneninvestition, die sich auf jeden Fall gelohnt hat, denn sie garantiert das Fortbestehen des Planetariums für weitere Jahrzehnte. Die Besucher wissen den hohen Standard zu schätzen und kommen in Scharen zu den Shows. Nur das Geheimnis zu lüften, ob es im Weltall Außerirdische gibt, vermag auch die neue Technik des Zeiss-Planetariums nicht. Falls es sie aber gibt und sie der Erde einmal einen Besuch abstatteten, würde Frau Hüttemeister sie gerne zu einer Veranstaltung in ihrem Planetarium einladen. Denn solche schönen Bilder, da ist sie sich sicher, haben auch Außerirdische noch nie vom Weltall gesehen.